Im InnoTruck ist das interaktive Exponat von Invented Chip, gleich vorne rechts im Erdgeschoss. Mit logischen Gattern soll eine Aufgabe gelöst werden. Diese logischen Gatter sind wie Schalter, die zwischen den logischen Zuständen 0 und 1 wechseln können. Die Gatter haben zwei Eingänge und einen Ausgang. Für unsere Aufgabe brauchen wir zum Beispiel ein UND-Gatter. Hier ist der Ausgang nur dann 1, wenn beide Eingänge 1 sind. Beim Oder-Gatter ist der Ausgang 1, wenn ein Eingang oder der andere 1 ist. Ein Nicht-Gatter hat nur einen Eingang. Der Ausgang ist dann 1, wenn der Eingang 0 ist und umgekehrt. Diese Gatter müssen miteinander richtig verbunden werden, um die Aufgabe zu lösen. Im Handy zum Beispiel stecken bis zu Milliarden von solchen Logikgattern. So können auch ganz komplexe Aufgaben mit Gattern und ihren Verschaltungen gelöst werden. Wir brauchen hier glücklicherweise nur drei Gatter und die richtigen Verbindungen. Was ist die Aufgabe? Die hintere Tür in einem Linienbus soll geschlossen werden. Wichtig beim Schließen ist, dass die Tür nicht blockiert ist, also keiner im Türbereich steht. Dazu kann der Busfahrer den entsprechenden Knopf drücken. Oder sie schließt automatisch nach 5 Sekunden. Auf dem Touchpad müssen die drei Eingänge mit den Gattern verbunden werden. Der Eingang Tür schließt nach 5 Sekunden wird mit dem Timer verknüpft, der die Zeit runterzählt. Der Eingang Person in der Tür gehört ans Nicht-Gatter, da die Tür ja erst dann schließen soll, wenn dort keiner mehr steht. Der Eingang Busfahrer schließt die Tür ist der eine Teil des Oder-Gatters. Der andere Eingang ist das automatische Schließen mit dem Timer. Beim Und-Gatter müssen zwei Bedingungen erfüllt sein. Es darf niemand in der Tür stehen, also muss hier zum einen das Nicht-Gatter angeschlossen sein. Und da die Tür erst dann schließt, wenn entweder der Busfahrer den Knopf drückt oder die Automatik aktiv ist, gehört hier ebenfalls das Ergebnis des Oder-Gatters in den Eingang. Nun sind alle Bedingungen erfüllt und der Ausgang des Und-Gatters wird mit dem Ausgang Tür schließt der Gesamtschaltung verbunden. Oben an den Knöpfen kann man kontrollieren, ob alles korrekt ist und die Tür tatsächlich schließt, also ob der Knopf grün leuchtet.